Hallo und willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute mal zeigen, was ich gebaut habe, mein Hempack Version 2, und dazu möchte ich euch gerne mitnehmen. Auf geht's! Ja, wer das Hempack Version 1 noch nicht kennt, der kann sich das Video nochmal anschauen. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Hempack Version 1 war aus Aluminium und damit entsprechend schwer und auch etwas größer wie die jetzt aktuelle Version. Sinn und Zweck vom Hempack ist ja, alles in einem Gehäuse zu haben, um nicht, ja, ich sag mal, die ganzen Einzelteile mit rumschleppen zu müssen. So, das neue Hempack Version 2, das ist nun 3D gedruckt, entsprechend auch ein bisschen kleiner und kompakter. Und ich habe hier nicht mehr den Wert drauf gelegt, dass alles möglichst stabil sein soll und alles möglichst Richtung Militärtechnik. Hier geht es einfach darum, das alles, wie gesagt, in einem Gehäuse zu vereinen und es zu ermöglichen, dass jeder nach Möglichkeit das nachbauen kann. Deswegen habe ich auch auf einige Sachen verzichtet, wie zum Beispiel die Bluetooth-Steuerung und solche Sachen. Das kann man natürlich noch mit reinbauen, Platz genug wäre da. Ja, dann schauen wir mal in meine kleine Werkstatt. Ich habe mein Hempack in so einem kleinen Rucksack untergebracht. Da ist auch noch Platz für die Antennen, für VHF, UHF und natürlich auch für die Kurzwellenantennen. Das Hempack, das hat jetzt keine besonderen Eigenschaften in Bezug auf Wasserdichtigkeit etc. Hier geht es einfach nur darum, Spaß am Hobby zu haben und ja, das ganze Gehäuse mit allem drum und dran mit nach draußen zu nehmen und entsprechend draußen Spaß zu haben. Ja, nehmen wir den Kameraden mal raus und schauen uns das Ganze mal genauer an. Wenn euch das Video gefällt und andere Videos von mir, dann vergesst nicht, den Like-Button zu drücken und den Kanal zu abonnieren. So, das Ganze ist natürlich ziemlich handlich und alles kompakt in einem Gehäuse drin. Sinn und Zweck ist ja hier, das Hempack zu nehmen und alles bei der Hand zu haben. Ich muss also nur noch die Antenne anschließen und ja, glücklich sein sozusagen. Vorne haben wir einen Frontcover, um die Front zu schützen und das Funkgerät gegen, ja, gegen Stöße oder unangenehme Berührungen ein bisschen zu schützen. Das kann man abnehmen, das Frontcover. Ist auch mit einem Verschluss gesichert und dahinter befindet sich dann, ja, alles, was man zum Funk letztendlich braucht. Ja, die wichtigsten Anschlüsse sind vorne an der Front verbaut. So haben wir da zum Beispiel den Kopfhöreranschluss. Und ein Stückchen weiter unten ist der Anschluss für die Morse-Taste. Und der große schwarze Anschluss ist fürs Mikrofon. Der ist wasserdicht ausgelegt, wenn auch die Front nicht wasserdicht ist. Hier haben wir den Tuner verbaut mit den Anzeigen und dem Tuner-Knopf und letztendlich noch den Lautsprecher. Auf der Seite ist dann der Anschluss für den Computer, für die digitalen Betriebsarten und der Antennenanschluss, den ich bewusst auf die Seite gelegt habe, denn die Front ist nicht stabil genug beim 3D-Druck, um eine größere Antenne aufzunehmen. Hier muss also immer ein Kabel dazwischen sein. Hinten haben wir nochmal ein Voltmeter, eine gemischte Anzeige, Voltmeter und Temperatur, da gehe ich gleich nochmal genauer drauf ein. Auf der anderen Seite haben wir hier gelb ausgelegt den Erdungsanschluss, der ja für die Kurzwelle entsprechend wichtig ist. Und rechts daneben haben wir den Stromanschluss, der als Anderson Powerpole ausgelegt ist. Über diesen Anschluss wird dann natürlich auch die intern verbaute Batterie geladen, die als Lithium-Eisenphosphat-Akku ausgelegt ist. Der Zugang zum Akku war beim ersten Hempack nicht so gut ausgelegt, da musste man das komplett aufschrauben. Deswegen habe ich mich hier entschieden, einen Batteriekasten anzubauen mit entsprechenden Verschlusssystemen und so kann ich die Batterie oder den Akku jederzeit abnehmen und entsprechend austauschen. Der Batteriekasten ist groß genug ausgelegt, um eine 10 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat-Akku aufzunehmen und ja, den schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Der Akku kann wahlweise schon mit Anderson Powerpole Anschluss gekauft werden. Mit dem hier bin ich äußerst zufrieden, den hatte ich beim Hempack Version 1 schon und den Link packe ich euch natürlich unten in die Videobeschreibung rein. Die BMS ist in den Akku natürlich schon eingebaut, das heißt, ich brauche mich auch hier für das Laden des Akkus eigentlich um nicht viel zu kümmern. Ich habe hier den Akkuschacht ein bisschen ausgelegt mit Moosgummi, um so ein paar grobe Stöße da noch ein bisschen abzufangen. Und somit ist der Akku einwandfrei eingebettet.
Und natürlich kann man jetzt, je nachdem, wenn man das selber druckt, sich natürlich auch einen anderen Akku da reinbauen und das entsprechend von der Größe her auslegen. Auf der Seite ist ja diese kleine Anzeige, mein Voltmeter mit integriertem Temperatursensor. Hier hat man mich darauf hingewiesen, dass bei längeren Durchgängen der FD817 oder 818 sehr warm werden kann. Deswegen habe ich den Temperatursensor da nochmal mit vorgesehen, einfach um zu schauen, ob das so ist und ob man da vielleicht nochmal Sorge tragen muss bei einer vielleicht zukünftigen Version vom Hempack, um die Wärme entsprechend abzuführen. Ja, dann bauen wir das Ganze mal wieder zusammen und stecken die Kabel mal wieder richtig rein. Beim Zusammenbau muss man ein bisschen Sorge tragen, dass die Kabel nicht eingeklemmt werden. Deswegen ist es ganz sinnvoll, die hier so, ja, ich sag mal, so ein kleines bisschen in der Mitte zu verknoten, um die in der Mitte zu halten von dem Akkufach. Natürlich kann man auch hergehen und da irgendwie ein bisschen, ich sag mal, mit einem Klebeband das ein bisschen festbinden, damit halt, wie gesagt, außen auf der Seite das Kabel nicht irgendwie zusammengepresst wird. Wenn wir da mal reinschauen in das Hempack, dann sehen wir, dass hier, ja, ich sag mal, das notwendige Zubehör entsprechend fest verbaut ist und auch die Kabellage ist da, hat da noch ein bisschen Platz. Also von daher kann man da sicherlich das ein oder andere noch zusätzlich einbauen. Ich denke da so ein bisschen an die Bluetooth-Geschichte, die ich bestimmt nochmal ja, in einem zusätzlichen Video zeigen werde. Ja, stecken wir das Ganze mal zusammen. Also wir haben jetzt zwei Stecker, natürlich einmal den Anderson Powerpool für die Gesamtstromversorgung und dann den kleinen Stecker für das Voltmeter. Ja, die Anzeige, die hier verbaut ist, da packe ich euch natürlich auch den Link in die Videobeschreibung. Das ist nicht nur ein Voltmeter, halt auch eine Temperaturanzeige. Beides ist entsprechend einstellbar und auch abschaltbar. Das heißt, ich kann hier auch einen Warnton ausgeben, sowohl für die Batterie als auch für die Temperatur. Der Temperatursensor an sich, der ist sehr schnell. Das sieht man hier, wenn ich da mal die Finger drauf halte, dann reagiert er sehr schnell auf das Warmwerden. Und im Gegenzug natürlich auch sehr schnell wieder auf das Abkühlen. Von daher ist das eigentlich eine prima Geschichte, wenn das noch sinnvoll platziert wird oder einfach von mir aus auch reingelegt wird in das Gehäuse. Dann hat man da einen guten Überblick über die Temperatur im Inneren. Ja, so ein Projekt, das schüttelt man natürlich nicht einfach so aus dem Ärmel. Ich habe hier mal ein Bauteil eines vorhergehenden Versuchs. Ich habe insgesamt natürlich ein paar Bauteile ausgedruckt. Da ist zum Beispiel auch ein eckiger Lautsprecher verbaut, den ich nachher wieder verworfen habe gegen den runden Lautsprecher. Da ist viel Druckzeit draufgegangen und natürlich auch viel Know-how angesammelt worden, was ich euch in einem der nächsten Videos natürlich noch zeigen werde, worauf man da so ein bisschen achten muss, um ein gescheites Hempack auszudrucken. So, die Idee, das alles in einem Gehäuse zu haben, ist sicherlich nicht schlecht. Da kann man sich ein bisschen aus der Militärtechnik abgucken. Das muss aber nicht unbedingt immer olivgrün sein. Natürlich kann man hier auch durch den 3D-Druck jede andere beliebige Farbe nehmen oder auch einfarbig machen, wenn man nicht mehrfarbig arbeiten will. Das ganze Konzept habe ich vorher mal ausprobiert mit einem vorhergehenden Modell. Bin dazu mal ins Feld gegangen und habe meinen Mast in Envis-Konfiguration aufgebaut. Da habe ich oben natürlich auch VHF-UHF-Antenne noch drauf und letztendlich unten die Kurzwellenantenne in Envis-Konfiguration. So, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht zu liken und den Kanal zu abonnieren und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann, ciao!